Mal bauen. So, im Moment sehe ich für mich das selber auch noch etwas ruckelig. Ich muss noch ein bisschen gucken, ob ich die Einstellung etwas schöner hinbekomme, damit das Ganze etwas besser läuft. So. Das baut man mindestens, soweit ich weiß. So, hier kommt jetzt ein... Upsala. Ein... Oder drei dieser Liquid Tanks. Tanks. Der Smeltery Controller. Die brauche ich gerade nicht. Die kommen... Eins, zwei, drei... Ja, es sieht jetzt unsymmetrisch aus. Wow, und es wird wieder Nacht. Ich sollte dringend mal wieder nach Hause flitzen. Denn ich muss ja auch noch schnell nach Hause, denn ich muss ja auch noch Lava holen. So, das wird jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen viel Rumrennerei, aber es ist ja kein Problem, denn ich sehe alles, wo ich hinlaufe und töte mich deswegen auch nicht selber. Wie zum Beispiel, indem ich in diesen Spalt fallen würde. Oder da rein. Oder sowas in der Richtung. Komm schon. Ich möchte noch rechtzeitig zu Hause sein. Mami hat immer gesagt, du musst vor 8 zu Hause sein. Aber das geht nicht, wenn die Zombies einen attackieren. Beste Ausrede. Ich habe Zombies attackiert. Oh, da waren schon. Welche? Ups. Nein. Zombie. Was willst du, ein beiniger Zombie von mir? Guck mal, der hat tatsächlich nur ein Bein. Oh cool, der hat eine Orange dabei gehabt. Keiner kommt rein. Ende. Ins Bett. Schön schlafen gehen. Sehr schön schlafen gehen. So, mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, 20 Minuten, das geht ja noch. Erstmal... Okay. Wow! Die haben meine Tür aufgemacht. Wie nett sind die denn? So, Lava holen. Wollte ich. Ja. Den Eimer habe ich gerade nicht dabei. Habe ich noch vielleicht was Iron? Denn wir brauchen ja auch etwas mehr. Nein. Also, hier haben wir etwas Copper. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Aber Iron haben wir da. So, beeilt euch mal ein bisschen mit dem Schmelzen. Nein! Du Scheiß! Wieso hat er jetzt wieder meine Tür aufgemacht? Habe ich das vielleicht auf schwer gestellt oder so? Oder können die das einfach? Wenn ja, dann muss ich mir dringend eine Eisentür bauen. Boah, komm, egal. Ich lebe nicht mehr lange hier. Das ist optisches Fixing. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, das hier. Ups. Wie das auch. So. Wunderschön. Wie immer, wunderschön.
Ach, da hätte ich ja noch Holzblöcke gehabt. Gut. Holz kommt in die Holzkiste. Das Holz auch. So. Hier habe ich noch kein Zeug reingetan. Oh, mein Crafting Table ist... Ah, da habe ich ihn ja. Gut, dass der nicht auch noch weg ist. Drauf damit und... 1, 2... Kommt's. Einmal reichen fürs Erste. Dann auch mal eben mein Eisen weg. Cobblestone weg. Gravel weg. Cobblestone weg. Dirt weg. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Wer braucht einen Zombie-Kopf? Kohle kann ich noch ein bisschen hier reintun. Damit ich das nicht vergesse. So. Mal gucken, was mal unsere schöne Quarry macht. Turtle. Ja. Los, lauf, 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 lauf. Denn die müssen wir auch wieder befüllen, wenn die leer ist. Okay, anscheinend ist sie leer. Da haben wir einen Eimer. Oh, der ist fast voll. Gut, dann holen wir uns mit 3 Eimern Lava. Und dann gehen wir... Ah, jetzt habe ich keine Steine mehr. Ja, passiert. Dann holen wir uns hier noch ein paar Steine. Für einen ganz sinnvollen Zweck, nämlich gleich, um da wieder rauszukommen. Und dann kümmern wir uns um die Quarry. Denn hier ist nämlich auch, wie man sehen kann, keine Lava mehr vorhanden. Und ich muss nach hier. So. Oder da war doch Lava vorhanden. Egal. Und wieder zurück. So, dann geben wir der Turtle einmal neuen... Der Turtle, ja. War richtig, der Turtle neuen... Stoff. Und... Dann befüllen wir auch schon mal... Die Liquid Tanks nachher. Ich hoffe, das klappt. Wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gucke am besten auch gleich nochmal ins Buch, denn das ist ja ziemlich hilfreich. So, waiting for fuel. Ja, hier hast du dein Fuel. So, weit laufen. Puh, was mich jetzt etwas stört, ist, dass man auf der Minimap so Chunkfehler hat, muss ich sagen. Nicht besonders schön. Es war's und lauf weiter. Ja, hier hätte man so schöne Quantum-Rüstungen gebrauchen können. Oder zumindest eine Quantum-Leggings. Denn die ist ja so wirklich richtig schön sauschnell. Und hält auch noch viel Schaden ab. Das muss man ja auch noch sagen. Aber man kann ja nicht alles am Anfang haben. Man muss sich das mühsam erkraften und mühsam holen. So. Stimmt, wir haben ja nichts mehr dabei. Sonst hätte ich das mal eben etwas entschärft, die Stelle. Denn ich bin ja immer ziemlich... Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, ziemlich vorsichtig. Ich bin einfach nur trottelig. Daran liegt es wahrscheinlich, dass es da so Probleme gibt. So, wir gucken nochmal ins Buch. Was sagt denn unser schlaues Buch?
Das sagt da. Drain. Wahrscheinlich müssen wir wirklich diese Drains. Ich steck sie einfach mal hier ran. Passt hoffentlich. Da, Smeltery Drain. Schön statt unseren Lava Buckets. So. Ah, genau. Und jetzt die Teile nehmen. Ja, genau. Ja, dann brauchen wir wohl noch ein paar. Wackel. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich hab. Die Frage ist, ob es jetzt schon funktioniert. Wir können. Nein. Wir können ja mal etwas Lava reingießen und reinspringen. Und wenn es. Und wenn da. Okay, also, da passt ordentlich was rein. Ich habe es jetzt zur Hälfte gefüllt. Gut, dann müssen wir noch Drains machen. Sehr dringend. Und, tut mir leid, aber ich muss mir kurz wieder die Nase putzen.